Ich habe eine eigentümliche Geschichte gehört, die vor vielen Jahrhunderten stattgefunden hat. Und zwar war es so, dass ein Herrscher namens Herzog Reinald in einer starken Gebundenheit lebte. Der hat also in seiner Burg oder seinem Schloss gesessen, geherrscht und eigentlich war alles bestens, aber er hatte eine extrem starke Bindung, eine Sucht, nämlich Fresserei. Er hat immer sehr gern sehr viel gegessen, gefressen. Er hat in Völlerei gelebt. Und er wurde dick und immer dicker und noch dicker und immer behäbiger. Und eines Tages kam es dazu, dass sein Bruder eine Revolte gegen ihn angezettelt hat und ihn im Grunde genommen gefangen genommen hat. Das war folgendermaßen: Er hat ihn in ein sehr komfortables Zimmer in dem Palast bringen lassen. Alles vom Feinsten, alles bestens. Und hat die Tür kleiner mauern lassen. Da war eine Tür drin und er hat die Tür einfach kleiner mauern lassen, sodass das nur noch für schlanke Leute war. Da konnten also die Diener rein und raus. Aber der Reinald, weil er so dick war, konnte selber nicht raus. Nun, der hätte ja abnehmen können, rein theoretisch. Aber sein Bruder wusste, dass der diese Bindung an dieses Essen hatte und hat ihm ständig mit schönen Leckereien, gutem Essen und so weiter versorgt. Und so blieb dieser Reinald in seinem sehr komfortablen Gefängnis gefangen, obwohl er eigentlich ein freier Mann war. Die Tür war immer offen. Sonderbare Geschichte, nicht wahr? Er war ein freier Mann, hatte die Herrschaft rechtmäßig und konnte sie wegen seiner Bindung nicht ausüben, wegen seiner Sucht. Weißt du was? Vielen Menschen geht es genauso. Es gibt irgendetwas in ihrem Leben, was sie festhält. Und obwohl sie Autorität haben, obwohl sie ihre Position haben, obwohl sie frei sind, kommen sie nicht in die eigentliche Bestimmung, die Gott für sie hat, wegen irgendetwas, was sie festhält in so einem vielleicht sehr komfortablen Gefängnis. Durch die Sucht, durch die Sünde, durch das Kokettieren mit der Sünde, durch das Spielen mit der Sünde, kommen sie nicht in die eigentliche Bestimmung und verpassen das, was Gott eigentlich für ihr Leben hat. Und das ist extrem tragisch. Und das sollte nicht so sein in deinem Leben. Gott will nicht, dass du irgendwo in einem luxuriösen Gefängnis bist und ständig versorgt wirst mit dem, was dich darin gefangen hält. Er will, dass du in deine Bestimmung kommst. Er will, dass du frei wirst. Er will, dass du jemand bist, der selber herrscht, regiert und zum Segen für andere wird. In Jesaja lesen wir: Er hat mich gesandt, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das ist eine Bibelstelle, auf die Jesus Bezug nimmt und sagt: Das betrifft mich. Und das ist genau das, was er uns als Christen als Job Description gegeben hat. Das ist das, was wir machen sollen. Wir sollen Menschen frei machen aus solchen Gebundenheiten. Nun, vielleicht bist du selber in so einer Situation drin, dass in deinem Leben irgendetwas dich gefangen hält. In diesem luxuriösen Käfig. Du willst frei werden und du weißt vielleicht nicht wie. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er zeigt dir, wo dein Problem ist. Er zeigt dir, wie du rauskommst. Er zeigt dir, wie du frei werden kannst. Er ist derjenige, der dein Ratgeber ist und der dir hilft, aus genau dem Ding rauszukommen. Und deshalb ist es wichtig, dass du hörst auf die Impulse des Heiligen Geistes, dass du dich damit beschäftigst, Bibel liest, betest und einfach nicht zulässt, dass der Feind dich ständig zudröhnt, sondern du auf das hörst, was Gott für dich hat. Denn er möchte, dass du da rauskommst. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du in eine Position richtigen, echten Herrschens in deinem Leben kommt. Ich glaube wirklich, Gott hat viel, viel mehr für dich. Lass nicht zu, dass du gefangen bist. Lass nicht zu, dass der Feind dich irgendwie hinter so einer kleinen Tür, die offen steht, eingekerkert hat. Sondern mit dem Herrn kannst du rausgehen, kannst du frei werden und kannst in das Eigentliche hineinkommen. Sei gewiss, Gott hat mehr für dich.